Eine neue Lieferung Hilfsgüter trifft ein. Sie wird entladen und eingelagert. Doch bis diese Hilfsgüter in ihr Zielgebiet entsendet werden können, wird es wohl länger dauern als sonst. Jürgen Blocher, Leiter der Medikamentenhilfe von Aktion Medeor, erklärt warum. Letzten Endes wir aber auch parallel dazu eine etwas chaotische Situation in der globalen Logistikkette bekommen haben, die wir aber dank unserer Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit anderen Hilfsorganisationen ganz gut in den Griff bekommen haben. Aber es war und ist immer noch eine sehr starke Herausforderung. Rund 40 Paletten gehen hier sonst alle zwei Tage raus, um Menschen in Krisenregionen zu helfen. Doch jetzt staut es sich im zweiten Lager, das eigentlich nur ein Umschlagsplatz ist. Zeitweil hatten wir hier tatsächlich nicht nur viel zu tun, sondern es gab gewisse Staus dann tatsächlich. Entweder gab es zu wenig im Wareneingang, weil eben Nachschubprobleme existierten, oder dann kam alles ganz gebündelt an, sodass der Wareneingang extrem voll war. Durch die zeitlichen Verzögerungen, die nicht immer planbar waren, war das auch so, dass sich dann teilweise Stausituationen ergeben haben hier im Warenausgang. Die Fläche ist immer begrenzt und auf einen kontinuierlichen Durchfluss eigentlich angelegt. Und jetzt ist es so, dass wir dann halt kämpfen mussten mit unserem Platz auch letzten Endes. Haben wir aber alles ganz gut in den Griff bekommen bis heute. Als der Ausfuhrstopp für persönliche Schutzausrüstung kam, wurde es dann skurril. Bereits verpackte Hilfsgüter mussten zum Teil wieder ausgepackt werden. Es war dann teilweise so, dass wir natürlich auch ein bisschen überrascht worden sind von dem Exportverbot und letzten Endes schon gepackte Lieferungen hier hatten, wo wir aber die Genehmigung nicht für hatten, wo unser Partner dann aber eine zeitliche Vorstellung hatte, wann er das dringend benötigt, das Material, sodass er nicht warten konnte, diese 2 bis 3 Wochen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch gar nicht, ist es wirklich sicher, dass wir zu 100% immer die Einzelfallgenehmigung erhalten. Der Partner dann dieses Risiko nicht eingehen konnte und gesagt hat, okay, dann nehmt bitte die Schutzausrüstung, so weh uns das tut, raus aus den Paketen, und wir mussten die fertig gepackte Ware quasi wieder auspacken. Und dann läuft ja auch der Importgenehmigungsprozess neu an, ne, weil das dann andere Zusammenstellungen von Produkten plötzlich sind. Bei Aktion Medeor will man eigentlich nur so schnell wie möglich wieder zum Alltagsgeschäft zurück, um bei humanitären Katastrophen besser helfen zu können. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich es geschafft wird, Preise sowohl in der Beschaffung wieder auf ein Ausgangsniveau zurückzubringen, dass Logistikketten wieder funktionieren, dass also Frachtflüge wieder funktionieren und auch da die Preise wieder auf ein Ausgangsniveau gehen, sodass wir einfach wieder Business as usual machen könnten. Das ist nämlich schon Herausforderung genug.